Hi Leute, heute geht es darum, den Argon 8X als AU- oder VST-Plugin in unsere DAW einzubinden. Das wäre in meinem Fall Logic Pro X. Dazu geht ihr auf die Modal-Website und ladet euch das Plugin herunter. Die Adresse habe ich euch unten im Video eingeblendet und ihr findet sie auch nochmal in der Beschreibung des Videos. Dann installieren wir das Plugin, in meinem Fall auf dem Mac, und schließen dann den Argon 8 via USB an einen Windows-Rechner oder einen Mac an. So, ihr seht, ich habe jetzt Logic geöffnet, habe mir auch schon eine Spur gemacht für den Argon 8, eine Spur für ein Software-Instrument. Und jetzt kann ich hier den Modal 8 quasi als Software-Instrument-Plugin öffnen. Und er taucht auch schon auf. Ich wähle jetzt hier als Device natürlich den Argon 8 aus, hat er schon gefunden. Und schon habe ich hier die Oberfläche, die gleicht sehr stark natürlich dem Editor. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ihr müsst darauf achten, dass MIDI Local auf Off steht, sonst habt ihr so einen Phaser-Effekt auf dem Ton, weil es dann doppelt spielt quasi. Dann solltet ihr noch hier bei den Host MIDI Filters Notes aktivieren, Patch Controller, Performance Controller und wahrscheinlich Aftertouch, wenn ihr es nutzen wollt, sonst nimmt er die Daten nicht auf. Ich habe mir noch einen Drumbeat gebaut in Logic und kann jetzt den Argon aufnehmen. Wenn ich fertig bin, kann ich natürlich auf einer Audiospur das Ganze wiederum aufnehmen und kann dann damit arbeiten und wiederum einen neuen Sound wählen für eine neue Spur. Und ich kann natürlich auch alle Parameter mit dem Plugin verändern, wie ihr hier seht. Das wird sofort 1:1 zum Argon übertragen und zurück. Leute, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt sie unten in die Kommentarsektion und wir sehen uns im nächsten Video.